Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und letztes Mal haben wir den Champ besiegt, das heißt wir sind jetzt selber ein Champ. Und heute wollen wir uns Zone 0 annehmen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal nach Miss Clara reisen. Ihr seht schon, dass ich seit dem letzten Part nichts gemacht habe. Ich wollte, dass wir zu dem Punkt gemeinsam reisen. Und das tun wir jetzt. Ich kann hier eh kein Taxi rufen. Und es kann ja sein, dass was passiert, wenn ich jetzt noch rausgehe. Und keine Sorge, was auch immer hier noch zu tun ist in der Schule, das werden wir nach Zone 0 angehen. So, Leute. Sind wir bereit für Zone 0? Ich weiß es nicht. Wir werden es jedenfalls jetzt herausfinden. Ist da die richtige Richtung? Da ist die richtige Richtung. Gut. Ich leide ja an manchen Punkten an Verpeiltheit. So, einfach die Wand hoch. Da ist es. Der Schlund von Paldea. Oh, ich hätte einfach da durchgehen müssen. Okay. Ich hoffe, wir sind bereit hierfür. Ich würde das hier sogar als Aftergame-Content jetzt irgendwie ansehen. Wo sind die beiden denn? Ah, da kommt sie. Nein. Hast du Cosima dazu gekriegt, hier mitzuhelfen? Ja, sie sagt hier, sie wäre mir irgendwas schuldig. Sein Vater. Das mit der Matrikelnummer hättest du dir schicken können.
Das klingt nicht erfreuenerregend, ne? Er will nicht reden. Sehr besorgniserregend. Rein da. Auf dass der Boden mit mir gewischt wird. Ja. Ja, kann es. Nee. Die ist sogar aus Kämpfen aus. Reiten jetzt alle auf Miraidon? Nein! Ich bin nicht vorbereitet. Hallo, wie könnt ihr mich vergessen? Da unten ist es wunderschön. Ne, Mila ist, glaube ich, auch von davon. Was ist los? Die ist weg. Sie hörte starke Pokémon. Gäbe es nicht noch andere Möglichkeiten, hier runterzukommen, beispielsweise auf einem Staraptor runterfliegen?
Okay. Bin ehrlich gesagt gespannt, was mich hier für Pokémon erwarten. Ich sehe Papongas. Oh, ich kann hier nicht auf Miraidon reiten. Wir sollten schon mindestens einen Kampf hier bestreiten, einfach nur um zu sehen, schon was für ein Level wir hier eigentlich vor uns haben. Warte mal, ich fordere einen Papunga heraus. Level 53. Es geht ja noch. Geh in den Flottball. Dann halt nicht. Dann spiel halt mein Loderlied. Wollte ich doch sowieso nicht fangen. Wahrscheinlich wird es erst bei dem tiefsten Punkt von Zone 0 richtig heftig. Also ich kann den Weg definitiv nur laufen. Hier ist es auf jeden Fall sehr interessant. Da sehe ich schon das erste Teil. Man muss beten. Wir sind auf jeden Fall interessante Pokémon. Kann ich auch interessante Items kriegen? Muss mich anstrengen. Keine ein Stück Tafelwasser. Warum könnt ihr sprinten und ich nicht? Ich glaube, das wird eine ganz große Aufgabe hier. Die werden wir auch ein bisschen länger brauchen. Ich habe auch keine wirkliche Karte hierfür, ne? So ganz am Rand bemerkt. Ich habe einen Fanclub. Ich lese mir einfach nur durch, was die da erzählen. Ich glaube, da hinten liegt eine TM. Die TM von hier unten ist bestimmt gut. Flammenblitz, ja. Ist okay. Skelekopf macht den Weg frei. Leuchtstein? Ich habe hier unten einfach mal ein Entwicklungsitem nebenbei gefunden. Skelekopf macht gerade noch ein paar Pokémons fertig.
Ich will mich hier schon gründlich umschauen. Eine Top-Genesung, sage ich nicht nein. Nicht runterfallen. Sondern einfach weiter meinem Fanclub zuhören. Da ist das erste Zentrum. Der Baum leuchtet. Ich glaube, wir werden einfach alle Teile auf dem Weg nach unten betreten. Ein Pokémon. Kann das denn was? Ja, das kann definitiv was. Los, bei Londa! Mila und ich regeln das schon. Kamera wieder mal richtig krass. Oh, ich hätte ja gar nichts machen müssen. Auf in die erste Station habe ich gehört. Da liegt was Schönes. Super. Das ist hier ein Job für Cosima. Sie ist die Technikerin. Wofür ist dieses grüne Ding, was ich da gerade gesehen habe? Ach, da kann man sich einfach zum Tor hin teleportieren. Wahrscheinlich. Dann mal weiter, würde ich sagen.
Mann, ich wollte zu Ende zuhören, du dummes Girafarik! Ich würde sagen, wir gehen noch zum nächsten Observationsding. Den Rest von Zone 0 gibt es dann beim nächsten Mal. Weil ich denke mal, wir werden hier mindestens zwei Parts noch brauchen. Mindestens zwei. Ich weiß ja nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es einfach mal. Da sehe ich auf jeden Fall Observationsstation Nummer 2. Und irgendwer greift uns jetzt bestimmt noch mal an, oder? Emila? Das war kein Kompliment. Nee, das ist genau das, was er meinte, der Pepper. Das Ding ist doch mechanisch. Das ist kein normales Protogel. Da stand noch Team Star, ne? Eisenbündel heißt das Ding einfach. Du bist doch 100% metallischen Ursprungs, also Stahl. Feuersturm! Es war nicht sehr effektiv, hä? Also ich habe nicht das sehr effektiv bekommen, meine ich damit. Ich habe schon gedacht, dass Feuer sehr effektiv wäre. Da. Und Pepper hat ein riesiges davon getroffen.
Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakt und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps beim Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hatte. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Diese Kreatur entfernt den Pokémon Donphan, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nach Zoten muss es sich hierbei um eine Separatspezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Hat man nicht sogar ein Pokémon besiegt in der Hinsicht? Das war kein gewöhnliches Pokémon. Ja, Zeit dafür. Okay, dann drücken wir mal den Knopf. Okay. Das ist mein Standardtext. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Wir konnten dann weiter den Schlund von Pardea beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen heute. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!